Vertraut mir, diese Hummer sind in Frankreich eisbegehrt. Der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach so, Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Anticosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Wie verlässlich sind die Piraten? Ich betrachte sie als Brüder, Chef. Wenn die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Stimmt, das muss doch nur, dass die Templer die Fäden ziehen. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und der Spion, den wir treffen? Keine Sorge wegen Le Chasseur. Er ist der Bruderschaft ergeben. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte und ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Liam, was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Ei, ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Doch das ist nicht alles. Sollte ganz nah sein, Captain. Ganz schön viele Assassinen hier, ey. Down, Captain! Ein englisches Schiff! Steckt wohl in Schwierigkeiten! Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihn bei der Reise zum Grund besuchen. Lasst uns nicht übereilen! Vielleicht hat es ja gut geladen! Werf doch einen Blick durch das Fernrohr! Seht selbst! Hübscher Anblick! Ich sage, das ist ein guter Tag, König George. Holz. Metall! Geht nach! Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. Sie geht mit Mann und Maus unter. Und unserer Beute. Wir können sie kapern und plündern, bevor die Crew weiß, was los ist. Ja, habe ich. Wiss ich doch. Kapern, genau. Ach so. Ich dachte, ich bin jetzt ja gerade am Kapern. Komm. Warum bin ich tot? Verfluchte Scheiße. Alle Segel, sie verträgt das.
Das kann ich jetzt nochmal suchen, ey. So, muss er ja da gleich auftauchen. Dort, Captain! Ein englisches Schiff! Steckt wohl in Schwierigkeiten! Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihm bei der Reise zum Grund behilflich sein. Lasst uns nichts übereilen. Vielleicht hat es ja gut geladen. Werft doch einen Blick durch das Fernrohr und seht selbst. Hübscher Anblick. Ich sage, das ist ein guter Tag, König George. Gebt acht! Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. Zu viel und sie geht mit Mann und Maus unter. Und unserer Beute. Wir können sie kapern und plündern, bevor die Crew weiß, was los ist. So, jetzt. Da hat gleich der erste Schuss schön gesessen. So, drehen. Und. Scheiße. Ich bin sicher, wir finden einen anderen Schiff. Jetzt habe ich es aus Versehen gerammt. Der hat schön, der hat 15 Metall habe ich jetzt und der hat Metall 20, cool. Die will ich haben. Also das sind Verbündete. Ach so, Ditte. Das sind so ein Schiff eingenommen. Mal wir reparieren. Von hier bis Anticosti ist drau, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja, François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande, Shay.
Sie entkam einem harten Los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Aber Haiti ist doch französisch, nicht? Ah, ist es. Und hier helfen die Assassinen König Ludwig. Aber auf Haiti halten die Franzosen die Sklaven, welche die Assassinen befreien. Unser Kampf übersteigt politische Grenzen, Shay. Ist das der Ort? Ich sehe nichts als Fischer und Netze. Ei, der See und Fischfang gehen Hand in Hand. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Okay. Ihr solltet euch etwas leihen. Mit leerer Geldbörse handelt es. Okay. Was darf es denn heute sein? Ich kann mir Geld leihen. Kann ich gar nicht kaufen. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. So, nu? Also ich soll da irgendwo hinsegeln, okay. Ich würde jetzt aber erstmal hier so. Irgendwo hier. Hier ist, wo am Hellen steht. Ein Schiff schmeißt zu viel Schatten. So, jetzt sollen wir da hinten hinsegeln. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal durchsuchten, bevor ich Unity anfange. Definitiv. Um hier noch Bonusmaterial zu bekommen für Unity und um die Story weiter zu kapieren, was jetzt bei Black Flag und Connor und so, was da alles Phase war. Weil alles wird ja nur in Black Flag und bei Connor bei Assassin's Creed 3 nicht gesagt. Jo, was soll ich sagen? Grafik ist natürlich jetzt, ja, ist keine Burner-Grafik. Es ist PS3-Grafik und ich bin da ein bisschen verwöhnt durch Black Flag und jetzt Unity vor allen Dingen auf der PS4. Aber es ist Assassin's Creed und muss man einfach mal spielen. Obwohl ich jetzt muss sagen, mit diesem Charakter, das ist, ja, der kommt mir, ja, gelegen, sagen wir mal so. Wie gesagt, kann ich immer nur wieder sagen, Ezio war mein Liebling, dann kam Connor, mit Connor konnte ich überhaupt nicht anfangen, am Anfang überhaupt nicht. Ich habe mich erst zum Ende hin mit Connor anfreunden können, wobei Edward gleich einer von meinen Lieblingen geworden ist, den, mit dem halt gespielt, die Kommentare und wie er sich verhält und so, das war echt geil. Und der macht hier mir auch so einen korrekten Eindruck. Und er ist noch Assassine. Ich bin echt gespannt, was aus ihm wird und warum und weshalb. Und oh, das lässt mir keine Ruhe. Aber ich will das Video auf jeden Fall deswegen erstmal beenden, dass ich hier in Ruhe weiter zocken kann. Und dass ich hier nicht 3 Stunden oder 4 Stunden Gameplay-Material wieder hochladen muss. Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden. Also für einen Assassinen-Fan und für einen Assassin's Creed-Fan auf jeden Fall ein Muss-Spiel, damit man halt weiterkommt. Und weiter versteht die ganzen Story-Eigenschaften, weil das ist jetzt der Abschluss der Kenway-Reihe. Also
wenn man es zeitlich chronologisch genau spielen will, müsste man Black Flag spielen, Rogue und dann kommt Assassin's Creed 3. Ist wieder hier total Zeitsprung hin und her bei den dreien. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, die werden sich schon was bei gedacht haben. War bei Ezio nicht, da ging es geradlinier vor. Mal gucken, was daraus denn noch wird. Aber so, die Spielmechanik ist wie bei Black Flag. Ich muss mich da jetzt nur so ein bisschen dran gewöhnen, weil bei Unity ist es natürlich ein wenig anders. Und da muss man dann sich erstmal wieder an die alte Steuerung gewöhnen. Aber nichtsdestotrotz, Grafik, obwohl es PS3-Grafik ist, für PS3-Verhältnisse ist es eine schöne Grafik und eine gute Grafik. Ihr seht gerade, atmet da aus und man sieht die kalte Luft, beziehungsweise die warme Luft. Und der Sound kommt auch sehr gut rüber. Ich höre die Tiere, ich höre das Wasser, die Taue auf dem Schiff hört man. Man hört wirklich alles, was man hören soll und muss. Also da kann man echt nichts gegen sagen. Kurios ist, dass es diesmal kein kein Online-Modus gibt in diesem Spiel. Bei Unity hatten sie es ja angekündigt. Mal gucken, was dieses Multi oder dieses... man kann ja irgendwie online trotzdem irgendwie machen. Mal gucken, ob man da dann vielleicht auch Freunde einladen kann. Ich weiß es nicht. Oder nur Punkte übertragen kann. Wie bei Black Flag, dass man dann sagen kann, ich habe einen weißen Wal gefunden hier. Und dann Slay, der gerade spielt, Odin hat einen weißen Wal gefunden, auf. Und dann fährt er dahin, wo ich den weißen Wal gefunden habe. Und kann seinen eigenen weißen Wal töten. Weiß ich nicht. Lassen wir uns mal am besten von überraschen. Auf jeden Fall macht es megamäßig Spaß. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiterzocken und werde mich jetzt hier bei euch erstmal dafür verabschieden. Ich hoffe, ihr konntet euch so einen kleinen Einblick verschaffen über das Spiel. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.